Jo, moin, liebe Leute, und ahoi, liebe Landratten und Rädchen, und herzlich willkommen zur Folge 99 von Let's Play die Gilde Gaukler, Gruften und Geschütze. Mitten mit dabei der Schwabenboy. Ja, hallo Anno. So, So, geht in die Finale, fast finale Runde. ins Vorfinale, genau. Genau. Und ja, Winter 99. Es wird kalt. Es wird eisig. Ein Einbruchsversuch So, mal scheiterte schauen, was das Spiel kläglich. macht. Oh Gottes Die Willen. Freude eines Konkurrenten wurde Ist dem für die halbe Erdboden Stadt gestorben gleichgemacht. hier. Wie schade. Nürnbergs Jemand gibt euch Arbeitshaus eines Heimstedt wurde seiner dem Gebäude Erdboden zum gleichgemacht. Kauf. Warum das denn? Weil unsere Frau als Jemand Bürgermeisterin bietet ihn euch renoviert. eines seiner Gebäude zum Kauf. Jemand bietet euch eines seiner Sammlerin Gebäude UT, zum okay. Kauf. Letzte Ruhe, Jemand okay. bietet euch eines seiner Gebäude zum Helga, Kauf. Six Feet Under. Jetzt das große hier, Jemand Kreaturen bietet sterben, euch ja. eines Ja. seiner Gebäude zum Sieht so aus. Kauf. Basinga, Diebesgeselle. Geselle, okay, Geselle brauchen wir nicht. Geselle Schreiben brauchen wir auch Geselle. nicht. Meisterdieb. Meisterdieb. Basinga 6. Jemand bietet euch eines seiner Gebäude zum Kauf. Schnell dorthin. Ich, wie gesagt, ich meine mir, dass der Meister das nicht selber macht. So, wie nehmen wir denn mal hier? Ich brauche Hilfe. Wusch. Genau. Ab mal ein bisschen was für dein Ungeziefer. Echt mal. So. Sammler schnell dahin. Letzte Route, das müsste der untere sein, genau. Genau. Stadtfriedhof. So, 73, Oh, 67. Landeshaus, 67%, das sieht doch gut aus. Ja, okay. Hä? Ah, hat sie doch eingestellt, okay. Okay, ja, warum nicht? Oder ist es eine Fehlermeldung wie vorhin bei dem Meister? Kann auch sein, ja. So, Geselle, Diebesgeselle, aber danke. Meister war dabei. Ja, noch ein Geselle, danke. Und das wird wahrscheinlich der Dieb sein, genau. Schnell Genau. dorthin. Bazinga! Was heißt eigentlich Basinga? Kennst du Big Bang Theory? Ja, vom Namen her. Angeschaut habe ich es noch nie. Achso, noch nie. Ja, kann ich nur empfehlen. Einer von denen sagt das andauernd. Das ist eher so ein Okay. verrückter Ausspruch. Da ist er irgendwie in einer Folge mal so ein bisschen neben der Spur, läuft weg. Also es sind eigentlich erwachsene Personen, die sind alle irgendwie so hochbegabte Wissenschaftler, Ultra-Nerds Realität stellt eigentlich, sich ja. der Reinzept habe Erneuerte ich schon Triebe mal. vor. Und einer von denen hat in einer Folge mal so einen richtigen Aussetzer, so, weiß nicht, was das genau ausgelöst hat. Auf jeden Fall, am Ende ist er in eng so ein Einkaufszentrum in so ein, wenn du es noch kennst, Bällebad, so bunte Bälle, Ja, groß, so kenne ich. Kugeldinger. Und da geht er dann rein, taucht er richtig unter und sein Kollege will ihn da eigentlich rausholen und sagt, jetzt komm hierher! Und rennt ihn oder versucht ihn da in diesen Bällen hinterher zu rennen, stolpert natürlich und der andere taucht unter und immer wenn er auftaucht, wie so ein Erdmännchen, schreit er so, Bazinga! Und taucht wieder unter. Und dann schwimmt er wieder woanders hin und der ist so eine Verfolgungsjagd und dann taucht er wieder woanders Okay. auf und wieder so, Bazinga! Taucht wieder Okay. runter. Okay. Das ist eigentlich der Ursprung von Bazinga, Ah, alles wie klar. ich ihn kenne. Okay. So, sind wir 1 Milliarde Nachrichten hier eingegangen. Ein Gebäude steht zum Verkauf. Bürgerhaus, nee, Häuser Bürgerhaus. haben wir genügend. Kirche kümmern nicht. Kirche, noch ein Haus. Ein Dom, Dom ich kümmern glaube, da nicht. ist eine Dynastie gestorben. Noch ein Haus und ein Wirtshaus Wirtshaus. kümmern auch nicht. Ein Meister kommt. Danke für die Jo. Information. Und. Eine flammende Predigt von Rüdiger Hollmeier gegen Großinquisitorin Uta. Unter Uta Punkt. Tja, hat keinen Nachnamen. Jo. Jetzt ist die Frage, jetzt nochmal unsere Frau absetze. Wäre es nicht ein bisschen dreist? Meine Scheidung gibt es in dem Spiel nicht, oder? Nee, du kannst dich scheiden lassen. Jo. Und du kannst jetzt Geld unterschlagen, gell? Kann nur Als wo Kämmerer, ja.
Als Kämmerer könnt ihr einmal pro Jahr für 4 AP Geld aus der Stadtkasse unterschlagen. Wollen wir den Versuch wagen? Ja, sicher. Okay, gucken wir mal. 155.000 haben wir jetzt und... Oi. Da scheint aber nicht viel in der Stadtkasse drin zu sein. Ich wollte gerade sagen. Gut, aber kannst du kann ja reingucken in die Stadtkasse, was drin ist? Hier, ne? Ja. Und dann, wo ist eigentlich reichlich drin? Ja, eigentlich schon. Alles ist ja schon peinlich, was er dann abgriffen hat. Caramba. Das ist schon echt peinlich. Also bei Gilde 2 kommt mehr raus. Was, apropos, wir könnten doch eigentlich mal hier Last Child Berufsausbildung machen, oder? Genau. Was nehmen wir? Das wird ja derjenige sein, den wir dann zumindest irgendwann mal ab Folge Schieß mich tot übernehmen werden. Also ich gehe da immer noch zum Händler plädieren. Ausbildung wird 25.236 Pfund Pfennige pro Jahr sein? Tja, beim Last Child ist das teuer. Pff. Aber du könntest natürlich entweder... Na, die Frage ist natürlich, willst du Schneider zum Beispiel, die Betriebe hast du ja schon, oder Raubritter oder... Wir könnten ja Schneider und dann könnten wir mal ein paar Schneidereien aufkaufen, oder? Das meinte ich ja, und da hast du ja auch schon ein paar. Gerade ist eines eurer Gebäude um eine Stufe aufgewertet worden. Jetzt schon mal, Martin braucht doch viel Geld. Bucherzinssatz beträgt 22%, okay. Ist gut für uns. Was heißt denn das? Dass wir nicht übergehen dürfen, oder? Doch, du kannst höher gehen, aber wenn der Wucher, je höher der Wucherzinssatz ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand einen Kredit nimmt, wenn der hohe Zinssatz eintragen hast. Ah, okay. Es gibt wohl auch Gesetze, das Wucherei verbietet, aber ich bin jetzt noch nie anklagt worden. So, was brauchen wir denn für unseren Alchemisten? Was war denn das? Schieferplatte? Wo war die? Bei Stein wahrscheinlich. Schiefer, genau, normale Schiefer bei Rohstoffe. Rohstoffe, okay. Hier. Einmal Maximum. Dann war das dieses dunkle Holz, glaube ich, Eichenholz. Genau, Eichenholz. Und Polituren oder sowas, ne? Duft und Kraut. Ja, hier, das Zeug, ne? So. Ne, Polituren mit Farbe. Ah ja, okay, bei mir war es nämlich noch auf Farbe. Bei mir war es nämlich noch auf Farbe drauf gerade. Achso, okay, gut. So, und einmal Burg erfolgreiche Geschäfte. Hast du, ist die Burg schon fertig? Nee. Nee, normal nicht, ist da glaube ich 6, ja. Okay. Aber da steht schon Burg. Okay. Klick's mal an. Nee, ich bei was steht da drin? Zeig die Prozentzahl an. Das kann ich nicht lesen. Ich glaube 90, 80, 60, das kann alles heißen. 39 irgendwo, ja. Aber du kannst deinen Kanonenturm nochmal ausbauen. Genau, das nehme ich auch. Und sobald wir das dann haben. Und sobald der Karre ankommen ist, jetzt kann ich nochmal speichern. Genau. Ich hätte Tage. So, 1499, 1. Ich glaube, die erste. Genau. Sobald unser Ding ankommen ist, unsere Karre, kann ich ja mal. Boah, das wirkte gerade so. Der Spieler hat gerade einen ganz kurzen Hänger gehabt. Ja, das wirkte gerade so, als ob das schon wieder das so weit. Zug stellt so richtig zusammen, gell? Doch, ja, das ist so. Es wird ein ganz kurz eisig kalt, das Herz bleibt für eine Sekunde stehen. So, Silberkette ist ausgelaufen. Sollen wir die andere gleich wieder verwenden? Oder? Ja. Benutschen. Ja, wo waren wir? Genau, da waren wir drin. Da ist ja auch alles ausgebaut, der ist noch nicht da. Nee. Das dauert noch ein bisschen. Der hat jetzt eben erst den Marktplatz verlassen gehabt. Uli, was können wir noch machen? Wir haben noch ein paar AP. Soll ich noch mal in irgendwelche... Ja, sicher. Das noch? Ja, warum nicht? Mach mal auf Nacht und Nebel. Würde ich vorschlagen. Soll das noch ein bisschen hochbrügeln? Stufe aufgewertet worden. Die Wechselstube ist ausgebaut worden. Kannst du eigentlich gleich nochmal ausbauen? Ja. Nur zu. Anbauen, Eisentür. Ah, jetzt hast du wieder nur die Hälfte. Der rosa Strauch hast du wieder nicht gemacht. Dafür aber jetzt den Eisenschrank und die Fenstergitter und. Ja, und der Besuchersessel hast du auch vergessen. Ich gehe ja schon wieder rein. Und den Kamin. So. Genau. Noch was? Nee, noch. Gott, Gott. Ich war fasziniert, immer nur die Hälfte, zack, wieder.
Das reicht für euch gut. Ja, ich war so fasziniert von dem Neubau, dass ich erstmal rausgehen musste. Ah, okay, dann wieder reingehen und dann wieder rausgehen und dann wieder reingehen. Und dann stürzt ab. Ja. Wahrscheinlich irgendwie so eine Reihenfolge. So. So, unsere Karre ist angekommen bei der Burg. Jo. Hier rüber. Transport. So. Trünke der Arbeitsfreude. Das dauert jetzt auch ein bisschen. Mensch, der Dem ist es gelungen, in Carola Biermanns Land sitzt Geld und Macht reinzubringen. Dabei erbeutet ihr, leider besitzt ihr keinen Lagerraum und müsst einiges Diebesgut zurücklassen. Was? Toll. Was bitte ich denn das für Quatsch? Jetzt haben sie es endlich mal geschafft. Und dann können sie in der Mittelweise klagen. Noch Geld macht glücklich. Können wir hier den Lagerkram denn noch ausbauen? Ist hier noch irgendwas wahrscheinlich? Hey, du musst neue Räume einrichten. Aber du hast schon ein Lager. Das ist fast oberstes Lager. Das Fass. Vielleicht gibt es hier noch irgendwelche. Nee, da geht es nur um den Lagerraum an sich. Es gibt irgendeine Diebesgilde, der Einbruch ist, die noch keinen Lagerraum hat. Oh, was ein Held ist denn das für ein Meister? Die haben. Schnell rein, brauch ich nicht rein. Die haben. Oder so, ja. Das sind die hören uns nicht. Oberkörner noch, glaube ich. Die müsste, glaube ich, hören. Ja, die hat aber schon. Da fällt auch ein Raum. Gefängnis. Und die gehört. Moment, ne. Die gehören uns nicht so. Tinkturerei? Ne, kann ich nicht kaufen. Okay. Ah, guck mal, General Marty. Was denn? Martins Tinkturerei. Ja, gut, aber das ist nicht unser Sohn. Unser Sohn ist. Ne, das sollte jetzt mehr anstatt sein auf der General Marty. Also, okay. So. Hat sich eigentlich ein Spiel und macht uns Konkurrenz. Na, irgendwie wahrscheinlich, ja. Rechts drüber war noch Diebesgilde. So, aber dafür ist es bei Yvonne Muck mal wieder Danke für die Information. Ist immer besonders genug tun. Und nochmal! Ja, geil. Ach, geile Sache. So. Sehr schön. Was haben wir denn sonst noch? Ah, hier hinten haben wir, glaube ich, noch irgend so eine Diebesgeschichte. Ja. Die ist aber auch. Irgendeine. War das. Ja, die Oper kann eigentlich fast nicht den Landsitz einbrechen. Das ist der Schneider. Da kann ich nichts machen. Na. Da sind wir drei. Ne, die auch. Geh mal am Opermarktplatz. Geh mal am Opermarktplatz. Was ist das für Deutsch? Da war doch auch noch eine. Aber die gehört nicht uns. Oder doch? Die gehört uns. Oh. Oh mein Gott, hier fehlt ja ganz schön viel. Die hast du doch gekauft gehabt. Kann es sein, dass wir hier gar keinen Meister hier eingestellt haben? Nee, doch, da ist ein Meister eingestellt, weil sonst hätte ich ja nicht angreifen können. Aber die war ja relativ neu gebaut, als man die gekauft haben. Das dauert immer ein bisschen. No. So. Ich würde jetzt aber nicht so viel in die Räume rumklicken. Ah, ich habe immer Angst, dass der Standbild kommt. Speichern wir besser nochmal. $14,99. Ich glaube, die zweite. Weil ich immer bei jedem Anklicker muss ich Angst haben, dass irgendwas abstürzt. Das ist ja, das ist ja leider so. Wir können unsere Dinger ausbauen, unsere Gauklerlager. Oh, stimmt. Auch ja. Werbe. Hier den sowieso schon lange. Zirkuszelt. Und eine Stufe auf Werbe. Ja, und nur zu. Renovieren lassen, komm auch nochmal. Zack. Volles Programm. Alter, was sind das hier für ein Palazzo-Ding, ey? Ja, das ist der Dom. Alles noch größer. So. Optionen, Räume, anbauen. Okay. Nur zu. Was ist denn ein tadelloser Zustand?
Ne, oben ist nochmal eins, oben einer. Ja, ja, guck ich doch gerade. Achso, ja, das habe ich jetzt wieder nicht gesehen, weil es wieder verspätet war. So. Das eine hier, das nehmen wir das obere. Das ganz oben nicht, nein. Soll ich das kaufen? Ja, warum nicht? Jetzt können wir es ja, wir konnten das ja letztes Mal nicht kaufen, weil man dann zum Meistergrad noch gefehlt hat. 30.000? Was war der Preisangabe? 28.709 ist es wert. Muss 40 machen. Nur teuer, wa? Ja, dann sprichst du es nicht. Wahrscheinlich mal für 40 kriege, schätze ich mal. Talent bei Nacht und Nebel durch die Lektüre des Buchs Vogelfreiner. Würde ich jetzt vorhin schon mal behauptet. Ihr seid jetzt ziemlich gut. Cool ist ja beim Gucklerlager, wenn du ein Theaterstück aufführen kannst, da kriegst du auch richtig, richtig gute Kohle. Oh, das hat aber geklappt, glaube ich. Ja, ja, ja. Danke für die Information. So. Anbauen, was ist? Räume sind, aufwerten ist höchst. Und einfach einmal renovieren lassen, zack. Jetzt könnten wir eigentlich auch noch ein paar Flüche wirken lassen. Ja, also einfach, ich speichere jetzt erst einmal. Hast du das schon mal gemacht? Jemand verflucht? Nee, definitiv nicht. Ich weiß nicht, was noch die 97er Speicherstände von vorhin. 99-3. Sollen wir es riskieren? Ja, lass mich nur ganz kurz hier die Einstellung machen für Meister und Co. Okay. Das wird das. Ach, hier ist ein Meister, so nur Niveau 118. Das war gerade wieder so ein Shocking Moment. Ach, die Muck, die nervt. Die muckt ständig auf. So, zwei von denen gegen... Null von uns. Ja, super. Welcher heldenhafte Meister hat denn da wieder Waren verschickt? Naja, für 309, wenn es gerade nach 150 Kurschen macht, keinen Sinn. Flucht gelingt. Juhu. Wir haben zwei, drei Bretter mit nach Heim. So. Und zwar muss ich jetzt da in den Wahrsagerwagen rein. Ältestenwagen? Ne, Wahrsagerwagen. Welcher Wagen ist hier noch? Rechts. Rechts. Ah, da. Genau. Ja. Guck mal, ob der überhaupt schon erweitert ist alles. Nee. Aber können wir mal vorlesen. Glaskugel. Mit Hilfe der Glaskugel kann die Wahrsagerin zwar niemanden die Zukunft vorhersagen, dafür aber erleichtert sie euren Leuten das Finden von Zutaten, indem sie die gerade günstigen Orte dafür in der Kugel erscheinen lässt. Coole Sache. Und Gebiss. Gebiss faulig. Während die Wahrsagerin die magischen Worte für einen Fluch spricht, klappert sie mit dem fauligen Gebiss wie mit einer Kastagnette. Damit steigert sie die Wirkung ihres Fluches beträchtlich. 20% mächtigere Flüche. Yeah. Und jetzt kannst du quasi, genau, hier jemanden verfluchen lassen. Und wen? Such dir jemanden aus. Wollen wir nicht vielleicht in die Landesebene reingehen? Ja, kannst du ja vielleicht die Muck. Julia Muck. Muck muss. Und jetzt kannst du das aussuchen. Wie viel? Na komm, da gibt's nachher noch mehr. Okay, Flucht der Sieche. Durch diesen Fluch erleidet Hofrätin Julia Muck eine Krankheit. Okay, was ist das nächste? Pesttrank. Ein übler Gestank wird an Hofrätin Julia Muck haften, der alle Amtspersonen derselben Kammer gegen euer bedauernswertes Opfer aufbringt. Okay. Fluch des Verrates. Dieser Fluch bewirkt, dass einer der fleißigsten Angestellten aus einem von Hofrätin Julia Mucks Betrieb grundlos kündigt. Das bringt sie aber hier Versuch scheiterte kläglich. Fluch der Umwandlung. Mit dem Fluch der Umwandlung könnt ihr erreichen, dass Hofrätin Julia Mucks bester Talentwerk dauerhaft mit dem schlechtesten Talentwerk vertauscht wird. Da muss ich aber den Zusatz auch lesen. Bedenkt, dass die Geister später noch ihren Tribut in Form von AP von euch verlangen. Und sollten sie euch nicht gewogen sein, kann der Fluch sogar auf euch zurückfallen. Das heißt, du musst... Am Ende der Runde werden die AP, die du kriegst, dann abzogen. Ja. Und wenn du nicht genügend kriegst, dann geht der Fluch auf dich. Und nehmen wir eine Krankheit? Jo.
Lass mal harmlos anfangen. Okay, Siechtum auf Pech und Verderben. Und weilst du auch in Tageslicht, der Fluch. Gerade habt ihr jemanden verfluchen lassen. Betet zu Gott, dass ihr nicht im Fegefeuer endet. Yeah. Das sind echt, da gibt's wirklich noch viel mächtigere Flüche. Ah, jetzt haben wir die Biermann geschnappt, sehr schön. Okay. Wir haben ja oftmals vergeblich versucht einzubrechen. Ja. Vielleicht, wenn sie jetzt nicht zu Hause ist und wie ihr. Jetzt ist die Muck. Das ist die Muck. Warte mal. Das nächste hier, oder? Ich sag, das ist die Muck, ja. Biermann. Ist ja voll schief gegangen. Sorry, wir haben keine Beute, aber wir haben diese wunderschöne Biermann-Frau mitgebracht. Es war aber kein anderer Gegenstand im Haus. Das reicht doch. So. Soll ich nochmal speichern? Ja, wurde ja schon eine halbe Stunde jetzt. Wenn du nichts mehr machst, kann es vielleicht auch gut gehen. Okay, ich bewege. Ich habe die Finger schon wieder von der Maus. Ich hoffe immer das Beste. Einmal die Flüche, das ist echt gerade das Talentvertausch oder sowas. Das ist echt cool. Mhm. Wenn jetzt gerade im Duell oder sowas. Das Wort machen kannst oder bei Gerichtsverhandlungen. Rhetorik. Und die APs, die wir haben, reichen aus, oder? Ja, du kriegst ja alles, wo du erst abbrechen, du kriegst ja auch APs wieder zurück. Okay, gut. Anfangen wir in der nächsten Runde. Gut. So. Alles 10, reicht, das ist kein Problem. 9, aber jetzt haben wir doch nochmal was Neues machen können nach 150 7, Folgen. 6, 5, 4, oh, 3, Countdown. 2, 1. Yeah, ohne Abstimmung. Cool, schlag ein. Sehr schön. Jo, Alter. Hey, war okay, nicht so rosig da oben. Möchtest du, als Winter war? Waren Verkäufe 79.000, waren Einkäufe 52.000, Gebäudeerweiterungen, Reparaturen und Sanierungen 22.000, Handgelder 1.000, Einbrüche immerhin 6.000, Taschendiebstahl auf dem Marktplatz 15.000, wow. Das bringt ja immerhin Gott sei Dank mal wieder ein bisschen was rein. Ja. Zinseinnahmen und 200.000 aus Kämmerereinkommen, 34.000 Personalkosten. Hey. Ja, es wird nicht weniger, gell? Nee, gesamt minus 36.000. In dieser Runde beträgt euer Verlust 11.000. 41.000 haben wir ja noch. Ja. 43 sogar, glaube ich. 43, ja, ich konnte es mir nicht recht lesen, wegen ja. Hintergrund. Ja, woher dieser komische Fehler kommt, weiß ich auch nicht, weil die Rolle ist ja an sich sonst komplett, ja. Also ja, das ist aber ein Grafikbug. Ja. Das ist aber schon ewig. Eigentlich das, ja. Schon seit Berlin hatten wir es, glaube ich. Ich glaube, das ist bei der Gold Edition mit reinkommen. Vorher war das, glaube ich, nicht. Ich glaube es, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich meine. Na. Weil ich habe auch die andere Version, die normale Gilde. Und da ist es nicht? Ich glaube nicht. Okay. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich bin der Meinung nicht. Okay. Jo, dann gehen wir mal einen weiter. Mal gucken, was noch so an Nachrichten kommt. Hatten wir irgendwas im Amt gemacht? Nee. Nö. Haben wir es in der Hochwelt, weil das heißt, unser Wachtmeister ist ja frei. Und Zollmeister auch. Wen nehmen wir? Ist ja eigentlich relativ egal. Mag uns denn mehr, ja. Wie gleich eigentlich, ne? Zweifelsfall kann ich mit der Frau immer noch Liebschaft eingehen. Ja. Paula Domberger. Domburger. Solange es eine Biermann oder Muck heißt. Oder Hopper Hosemeyer oder so. Oder das, ja genau, das war auch noch so ein komischer. Er wollte jetzt sich ja bescheiden zurück in letzter Zeit. Da kommt sie doch, Hopper Hosemann. Sind hier Hopper Hosemann. Die haben wir doch entlassen, ne? Also die sollten wir nicht reinnehmen, obwohl die uns so ziemlich mag eigentlich. Ja, mehr wie die andere auf jeden Fall. Die wird wahrscheinlich auch reingewählt worden, weil die anderen sind alle katharisch. Dann ist die einzige katholisch und alle anderen sind auch katholisch. Ah, okay. Das wird immer interessant. Oh, haben wir Glück gehabt. Hm.
Nürnberg 1499. König Maximilian I. führt Krieg gegen die Schweizer Eidgenossenschaft. Dabei ist auch ein Fähnlein Pikiniere. Was sind das? Pikiniere? Aus Nürnberg, angeführt von Nachtwächterin Yvonne Muck. Was sind sie los? Hoffentlich verreckt sie. Das ist nicht böse gemeint, aber sie soll verrecken. Pikiniere sind so Hellbardeträger, Speerträger. Ach, die, ah, ja, ja, okay. Pikiniere, ich hätte das Wort so noch nie gelesen. In engen anderen Spiel gibt es die auch, aber die heißen ja nicht Pikiniere, sondern. Pikadier, und das ist bei. Wie heißt denn? Jetzt wollte ich schnell sagen. Also ich glaub, Age of Empires. Age of Empires, ja, ich bin auch der Meinung, wahrscheinlich auch bei Civ oder bei Europa Universalis heißen die auch irgendwie das, so. Das, weiß ich nicht, kenne ich nicht, spiele nicht. Und bei Anno gab es die auch. Genau, aber es ist nicht Pikinier oder Pikeniere, sondern. Pikadier oder sowas. Pikadier, ja, das glaube ich eher. Aber die mit dem langen Stab und diesen gewölbten. Mit der Hellbarde, ja? Genau. Ich bin der Meinung, dass aber die gleiche gemeint sind. Ja. Würde ich jetzt pauschal mal behaupten. Oh, sie haben einfach nur einen Zahnstocher dabei und die pieken in die Niere. Wollen wir mal rein, Leute? Nee. Wie gesagt, wir hoffen einfach mal, dass Yvonne Muck auf diesen Streitzug ihr zeitliche segnet. Glaube ich jetzt eher nicht. Alter, Falter. Ach, das kommt dann noch gar nicht. Okay, das kommt erst am nächsten Tag. Okay. Interessant, das habe ich jetzt so auch nicht mehr auf dem Plan gehabt. Verlust einer Entführung minus 2. Geldleihe. Vertuschung, nicht Verlust. Ja, Vertuschung, ja. Palazzo müssen wir wieder ausbauen oder renovieren. Da gibt es nur noch 5 APs. Und nächste Runde, wenn wir dann irgendwann eine Meldung kriegen, dass wir die APs zahlen müssen von dem Fluch. Ja gut, aber wir haben 29, die sollten ja wohl lang. Ja, ja, schon. Wir sind jetzt immer 4, 5 oder sowas. 3, 2, keine Ahnung. Ja. Aber nächste Runde sind wir ja schon bei Folge 100. Der finale Folge. Ja. Und dann, ja, du wirst doch sicher was einfallen lassen dafür, denke ich mal. Ja. Ich werde mir erstmal nochmal Nordic Games schnappen, die sollen mir nochmal ein Patch raushauen, dass das Spiel stabil läuft jetzt. Okay, dann wird, also ich würde mal sagen, dann prognostiziere ich mal Folge 100, wird irgendwann 2022 oder sowas kommen. Ja, irgendwie sowas. Also wenn Gilde 5 rauskommt, bringen sie vielleicht nochmal so ein Best of letzten 2 Dekaden von die Gilde. Da kommt dann nochmal so ein Update mit. Ich hoffe bloß, dass das nicht geht. Für Windows 72 oder so. Ich hoffe bloß, dass bei Gilde 5 nicht geht wie bei Anno 5. Also irgendwann die Gilde dann 2228 spielen muss. Ja, ich hoffe es auch nicht. Ich hoffe auch, dass der nächste Anno-Teil, also so viel Spaß mir ja auch Anno 2205 macht, um mal ganz kurz abzuschweifen, hoffe ich irgendwie inständig, dass der nächste Anno-Teil wieder in die andere Richtung geht. Also ich muss wirklich ja sagen, im Vergleich zu Anno 22, was war es andere? 2070? 2070, ja. Also das war ja wirklich ein großer Murks. Sorry, wenn ich so sagen muss, aber es war wirklich ein Murks. Ja, was für viele Fans. Also für mich. Bei 2005 auch. Ist ein Spiel, das Spaß macht. Wirklich Spaß macht, keine dir nur beipflichten. Ja, aber es ist kein Anno mehr. Es ist kein Anno mehr. Und für mich ist und bleibt das beste Anno immer noch das 1503. Ja. Allein das Ding mit den Marktplätzen, das war einfach. Ja, das war was Neues. Es gab es seitdem auch nie mehr wieder. Und das war einfach. Cooles Feature. Auf jeden Fall, ja. Finde ich jetzt. Also, ist jetzt meine Meinung bloß. Aber da kommt auch ein 1404 nicht dran, ans 15.3 ran, obwohl es 14.4 auch ein klasse Anno ist. Muss man ehrlich sagen. Ja, also 14.4 ist mein Favorit. Ja, meins wie seit 1500. Also auch mit dem Add-on und den ganzen riesigen Monumenten da mit der Speicherstadt und dem Kaiserdom und der Moschee, ja, und das, sowas. Ja, das Add-on habe ich ja das, wie heißt das, Venedig. Ja. Und ne, für mich immer noch das 1503. Wobei das gleich ganz kurz vor 1602 steht. Das ist der Klassiker, den muss man ja gespielt haben. Muss ich ehrlich sagen.
Ja. Und das spiele ich auch heute noch. Ja, ich muss mal gucken, wenn ich das hier auf meinem Rechner auch wieder zum Laufen kriege, dann würde Also ich es ich auch habe es gerne mal auf wieder spielen. Windows, ich habe es auf Windows 10, ich habe die CD geholt, die alte CD, die ich hatte. Ich schieb die CD rein, es installiert, hau der Patch drauf, das Ding läuft. Geil, Omato. Nur was da hast du, ist das Problem mit den Videos, dass die Videoabspielung teilweise nicht funktioniert. Okay. Ja, ich weiß noch, bei den damaligen Let's Play vor ein paar Jahren hatte ich das Problem, sobald ein Kampf kam und diese Kampfmusik abgespielt werden sollte und alles, ist es immer abgestürzt. Aber Ja, aber da wirklich gibt es, glaube rigoros ich, da immer. muss ich mal googeln, da gibt es einen Patch, der das, glaube ich, irgendwie ausschaltet oder behebt. Okay. Ja, gut. Aber Aber wir sind. wir sind jetzt ganz schön abgewichen vom Genau, Thema. das wollte ich auch gerade sagen. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal bei dir, dass du wieder mit dabei warst. Wie gesagt, liebe Zuschauer, guckt auf jeden Fall mal beim Schwabenboy vorbei. Die Linkbeschreibung zu seinem Kanal ist in den letzten 8 Videos mit drin, von 93 bis 99. Das sind die 8 Videos, aber was auch immer. Klickt auf jeden Fall mal rein. Der hat auch viele, viele wunderschöne Wirtschaftssimulations-Let's Plays, auch Anno dabei und Landwirtschaftssimulator. Bausimulator, wie nannte sich das dann noch, da mit den Yep. Krähen und sowas, genau. Ja, und Und Backsimulator und da wird simuliert bis zum Abwinken. So. genau. Wie gesagt, schaut mal vorbei. Und wir sehen uns dann alle in Folge 100 wieder. Dann wird uns auch der liebe General Marty wieder mit begleiten. Und dann werden wir Hast du dieses. Zusage gekriegt? Noch nicht, aber er war letztens in einem Video aktiv und hat gefragt, ob er nicht einfach mitmachen kann. Also gehe ich davon aus, dass. Okay. Okay. Und dann werden wir das Let's Play nach, weiß nicht, 2,5 Jahren endgültig mal beenden. Ich glaube, so lange lief noch Coins. Nee, glaube ich auch nicht. Vor allem mit so wenig Folgen. Also wenn Let's Play 2,5 Jahre lief, dann ist es wie bei Gronkh, dann mit 1600 Folgen Minecraft oder sowas. Genau, gerade wollte ich sagen, mir lag es auf der Zunge, du warst bloß ein bisschen schneller. So, wir haben gerade mal 100 geschafft. Ja, das ist so. Na gut, aber Kann man nicht ändern. Egal. alles irgendwie zum Ende geführt, und wenn es auch ein bisschen dauert. Genau. Aber sind einfach Umstände gewesen, da steckst du einfach nicht drin und da kannst du nichts machen und Nee, nee, nee. es ist einfach so. Ich bin ja nur froh, dass ich ein weiteres Projekt dann beenden kann. Ja, klar. Dass nicht zu viele einfach da ja, Auf Warteschleife liegt. auf Warteschleife stehen. Genau. Ja, klar. So, wie gesagt, ich bedanke mich bei dir. Wir sehen uns mit der letzten und 100. Folge wieder. Bis dahin, Hummel, Hummel, Mors, Mors. Vielen Dank fürs Einschalten, liebe Leute. Und der Schwabenboy hat die letzten Worte. Ja, ich bisschen was mehr sage ich für die letzte Folge noch. Und zwar, was mir wirklich sehr am Herzen liegt, ist die Gilde 3. Und ich werde dann nochmal den Link schicken zum Forum, wenn er nicht selber hat. Und vielleicht packt er damit in die Videobeschreibung mit rein. Dann schaut mal im Forum vorbei, was euch in Gilde 3 erwartet. Es wird wirklich ein geniales Spiel, sage ich jetzt einfach mal voraus. Und ich freue mich riesig drauf. Ich freue mich jetzt aber erstmal auf die Folge 100, die Jubiläumsfolge, was auch immer da passieren wird. Mal gucken, was sich uns so einer da einfallen lässt. Und in diesem Sinne, verpasst auf keinen Fall. Und dann würde ich sagen, bis zur 100. Ich danke euch. Tschüss.